Fremdgehen. Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Heute werden wir reden, warum viele die nicht aus auf lady-penelope.com. Fragen in diesem Formular ist, warum du deine devoten Fantasie gelebt hast. Frage sind immer gleich. Schreib wie meine Frau weiß nichts davon, meine Frau das nicht verstehen würde. Meine Partnerin findet durch eine Möglichkeit, das irgendwie anders zu leben. Wenn du diesen Podcast hörst, ich nicht so ein großer Freund davon, das zu machen. Auf der natürlich mein Beruf und ich spiele anderen haben und mit mir anstellt, oder? Ich glaube, was ich die bessere Formulierung. Dass der Sex mit deiner Partnerin eingeschlafen ist, du eigentlich keinen Spaß an den Sex. Der Sex für dich langweilig. Jeden Tag Sex hättet. Warum? Weil das überhaupt Sexualität erfüllt. Männer aber Angst davor, oder sie schämen sich, oder anderen hat das in den falschen Hals bekommen. Was auch immer. Ich bin Paar und vielen Männern wie dir dabei zu erzählen und ihr beide ja habt. Das ist ja eine meiner Grundaufgaben. Ich glaube. Ich habe aber keine. Oder ob deine Freundin das willst. Ich habe auch schon Frauen gehabt, die haben gesagt, nehmt euch beide. Ich habe Frauen betreut, die das erzählt hat und die irgendwann man zumindest einen Teil. Darum soll es aber im eigenen Podcast, der heißt, geht es darum, Partnerin wieder nehmen. Ja, dass du da genießen kannst mit ihr gemeinsam. Sagen, dass es nicht meine Aufgabe ist. Ja, überzeugen, dass das Richtige ist. Irgendwann mal besprechen, aber im Moment will ich das gar nicht eigentlich wichtig ist. Ist das kein Fremdgehen, wenn ich das jetzt... Für mich ist es das übrigens auch nicht. Ich habe einen Partner, mit dem ich zusammen bin, den ich liebe, Sklaven, den ich auf einer... Und ich habe viele andere, ja, die ich jetzt gern mag. Natürlich ist mein anderen, weil es der Mann ist, mit dem ich liebe. Und für mich... Ist da Chatte, wenn wir telefonieren, wenn wir uns real treffen, was ja häufig ist für ihn kein Problem und für mich auch. Ist es für mich ein Problem, wenn du hast und wir beide trotzdem uns vielleicht auch mal real treffen, was auch immer, in den Arsch ficke, bespiele, stellst, ist ja auch bei jedem ein bisschen anders. Für mich ist das, ich persönlich finde es schade, dass du mit deiner Frau besprechen kannst, weil ich das hinkriegen würdet, wenn ihr euch liebt, aber wenn das so, für mich ist das kein. Ich deine Frau aber nicht mit ein. Menschen bei mir, die wollen, dass ich ihre Ehe zerstöre. Wenn ich eine Ehe zerstöre, zerstöre ich ja nicht nur dein Leben. Du hast mich dann dafür beauftragt. Es geht also um dich. Aber auch noch das Leben deiner Partnerin zu. Mit Leben zu zerstören oder... Aber ich finde nichts mit dieser ganzen Sache zu tun. Unheimlich verwerflich. Für mich nicht machbar. Nie und nimmer aufnehmen, weil... Und wenn ich mich bei etwas nicht gut fühle, wenn du auf etwas keine Lust hast, sag nein. Fällt aber vielen devoten Männern schwer zugemacht. Okay, dieses Podcast soll eigentlich sein, wenn es jetzt fremdgehen wäre, weil eine Frau fremdgehen ist. Du musst das heimlich machen, hinterher sofort. Du hast aber deine Fantasie und zu kommen, das wird immer wieder zurückkommen. Irgendwann wirst du es vielleicht wo du versucht hast, das ganze Spielzeug, die ganze Unterwäsche weg zu mir anzugucken und zumal vorgibt. Bei den meisten Männern. Jemanden im kostenlosen Beratungsgespräch. Wie lange beschäftigst du dich denn? Und dann kommen teilweise erschreckt, ja, 10 Jahre, 5 vorgedrückt, das anzugehen. 20 Jahre, wo er das Ganze nicht verschwendet hat. Podcast mit auf den Weg geben. Magst, wie wichtig ist dir das eigentlich? Mit deiner Partnerin besprechen. Was würdest du das einfach machst für dich? Ich finde es in einer Partnerschaft total wichtig ist und dass man sich Dinge machen, die einem selbst. Vielleicht findest du mit mir raus, dass zum Beispiel dich ist. Dann bist du nicht so der, würde gerne mal ausprobieren. Frauen irritiert, sondern du kannst sagen, ich habe es mir nicht gefallen, dafür gefällt mir. Sehr oft der erste Schritt, dich selbst gut, mit dir selbst ins Reine zu kommen. In den 8 Wochen spielen, also meinen 8 Wochen, wenn du möchtest, kannst viele Sklaven machen weiter, sind die Mindestvoraussetzung möchte. Nicht nur, dass du eine wahnsinnig, dass du dich selbst besser verstehst, warum du diese bist, dich an dieser Stelle auszulegen. Willkommen. Das schafft, braucht man Hilfe. Und meinem Team wird diskret gestellt. Natürlich rufen wir dich an, wenn du sagst, ich kann gerade nicht, dann leg auf. Nicht unaufgefordert irgendwelche E-Mails oder sonst was. So gut wie es geht zu schützen. Und wenn hier, werden wir auf was ich gesprochen hat. Und ich werde dich auch immer. Einem App heißt Blackmail, wo auch denen es eigentlich nur darum geht, dass der Sklave drückt,
ist jetzt meine Perspektive, Twitter poste, kriege ich wieder einen Shitstorm von betreffenden Damen. Danach sind diese Verträge einfach nur da, um dir das Geld aus der... Es gibt viele Männer, die stehen da drauf, erpresst zu werden. Okay, pass auf, du zahlst mir. Oder deine Frau, deine Kinder erfahren, was... Das war auch niemals jemanden an das Scheiße. Es hat mich nicht das Ganze moralisch verwerflich drauf. Wenn du bei mir hast, du die absolute Sicherheit, niemals verraten werde. Wenn wir beispielsweise, steht da niemals irgend... Niemals, da gibt's nichts Sex. Alles im Vorhinein besprochen. Mir vertrauen kannst, keine Zeit haben können. Dich auf dich selbst einlassen und ausleben kannst, was du so sehr... Wenn du Bock darauf hast, dann www.bewirb dich kostenlos, dann ruf dich an. Ihr 10 bis 15 Minuten, um dir helfen können. Und bist, quatschen wir beide persönlich in einem kostenlosen Beratungsgespräch darüber, wie wir deine Fantasien zum Leben erwecken können. Dominante Grüße, Lady Penelope.